Der Name, liebe Schwestern und Brüder, mit dem wir nach dem kommenden Herrn rufen, begleitet uns das ganze Kirchenjahr. Dass Christus als König gerufen wird, dazu mussten wir nicht eigens das Christkönigsfest haben, dass er das Jüngste in diesem Reigen ist. Es wird schon deutlich bei der Geburt dieses Kindes, dieses zunächst unscheinbaren Kindes, dass es ein Königskind ist. Es wird deutlich, als die, so wie die Tradition es will, die drei Könige aus dem Osten kommen, um nach dem einen wahren König zu suchen. An Epiphanie, das erste große leuchtende Königsfest dieses Kindes. Es wird deutlich am Palmsonntag, wenn dieser König auf so einzigartige Weise in seine Stadt einzieht und an Christi Himmelfahrt, wenn er Himmel und Erde verbindet, als der König der ganzen Erde, der ganzen Schöpfung, des ganzen Weltalls. All das ist heute in unsere Antiphon eingetragen, wenn wir nach diesem König rufen, dem König der Völker. Wir haben die Jeremia-Stelle eben gehört aus dem Propheten. Und es gibt eine zweite, aus der sich diese Antiphon zunächst speist, aus dem Propheten Haggai, wo die Völker zum Berg Zion wallfahren, aber es ist eine Unterwerfungswallfahrt. Sie ziehen zum König auf Zion, weil sie Besiegte sind. Hier, der König, nach dem wir rufen, ist kein König, der unterwirft, kein König, der verlangt, dass man ihm huldigt, weil man besiegt ist, sondern er ist die Sehnsucht der Völker, so singt es unsere Antiphon. Et desideratus earum. Nach nichts sehnen sie sich mehr als nach einem solchen Herrscher und König. Wir können das eigentlich bis in die Neuzeit, wenn man so will, bis in die Gegenwart, ein wenig zumindest ansatzweise nachvollziehen. Man muss dazu kein Royalist sein, wenn man etwa den untergegangenen K&K, viel Völkerstaat Österreich-Ungarn betrachtet, so gibt es noch heute etwa in Bosnien Muslime, die den Namen Kaiser Franz Josef ganz hochhalten, weil sie das Toleranzedikt für sie noch in den Amtsstuben hängen haben. Und was einmal sein wird, wenn die Queen das Zeitliche segnet, in diesem Verbund Great Britain, United Kingdom, in dieser zeitgenössischen Beobachtung, liebe Schwestern und Brüder, liegt etwas verborgen, das für uns scheinbar irrelevant geworden ist, das aber doch die Antiphon herbeiruft, wenn sie uns am Ende daran erinnert, dass wir aus Lehm geformt sind, also doch ziemlich zerbrechliche Wesen. Dass Christus eine Einheit schafft, die wir entweder heute fraglos voraussetzen, die aber für das Verständnis der Betenden, derer, die diese Antiphon formuliert haben und schließlich derer, die sie bis heute singen, wesentlich ist. Dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Zunächst, vor Christus gibt es die, die zum auserwählten Bundesvolk gehören, Israeliten, Juden und der Rest sind Goyim, Heiden. Auch das ist eben bei Jeremia in der Lesung angeklungen. Sie haben keinen Zugang zu Gott. Sie ahnen etwas, wie Paulus sagt im Römerbrief. Sie versuchen auf natürliche Weise eine gewisse Moralität zu leben. Wir sind inzwischen wieder in diesem Zustand. Obwohl wir heute sagen müssen, es gibt viele getaufte Goyim. Sie sind getauft, aber sie leben als Heiden. Christus ist der einzige Zufluchtspunkt, der einzige Sehnsuchts- und Erfüllungspunkt, der all das zusammenhält. Vorgestellt hier, wie im Epheserbrief Paulus ausführt, als der Eckstein. Wie über einem Gewölbe, das sich aus vielen Steinen zusammensetzt, als der Schlussstein, auf dem aller Druck lastet und der alle verschiedenen Strömungen zusammenhält. Er ist der Erste, der das auserwählte Bundesvolk mit den Heiden verbindet, sodass es eine Einheit werden kann, sodass alle die Möglichkeit haben, zum Volk Gottes zu gehören. Wenn wir heute dabei sind zu relativieren, ist doch egal, ob du getauft bist oder nicht. Gott hat alle lieb,
und solche etwas simplen Sinnsprüche, die man dann in die Welt setzt. Das ruft die Antiphon herbei, dem ist keineswegs so. Es ist nicht so simpel und einfach. Es gibt einen, der diese Einheit wirkt und schafft. Und er hat sein Leben dafür gegeben. In seinem Blut ist diese Einheit verwirklicht. Nicht mit einem tollen Aufsatz oder einer netten politischen Rede, sondern mit seinem Leben, besiegelt mit seinem Blut. Das ist der König, der die Sehnsucht der Völker ist und unsere Sehnsucht sein soll. Wenn wir jetzt nach ihm rufen, erneut nach ihm rufen, dann soll diese Sehnsucht in uns wach werden, so kurz vor Weihnachten. O Rex gentium, et desideratus earum, labisque angularis, qui facis utraque unum, veni et salva hominem, quem delimo famasti. Meine Seele preist die Größe des Herrn.